Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play to, Let's Say Anzüglichkeiten im Let's Play zu Tomb Raider 4 oder so. Also auf jeden Fall, hier den Bereich der Moschee, den haben wir jetzt auch weitgehend abgeschlossen, hoffe ich. Und in dieser Hoffnung werden wir jetzt das nächste Gebiet betreten. Genau so. Das war jetzt erstmal der Überflieger schlechthin. Und das Motorrad werden wir vielleicht hier abstellen oder so. Oder nicht? Ach so. Hätten wir vielleicht doch tun sollen. Au. Das tut weh. Naja, ich werde es vielleicht doch lieber da vorne abstellen. Weil es doch ein bisschen besser ist. Wir brauchen es ja hier hinten nicht mehr. Also. Wir packen das einfach mal hier vorne. So. Ja, da haben sich die Entwickler ganz viel Mühe gegeben. Okay. Das haben wir, wie gesagt, hier abgestellt. Ja, eine Rolle Treppen hinauf. Das wäre auch mal interessant auszuprobieren. Aber ich glaube nicht, dass das relativ schmerzfrei ist. Also müssen wir auf jeden Fall wieder hier hoch. Wir müssen ja wieder in diese Werkstatt. Aber dazu muss ich erstmal hier ein bisschen hin. Leicht schräg. Das war zu schräg. Das sollte reichen. Genauso sieht das aus. Aber wir kennen ja Tomb Raider. Es ist ja dafür gemacht, manchmal auch so komische Sprünge hinzukriegen. Und manchmal ist das wirklich ein Designelement. Ja, das ist dann kein Fehler. Nein, es ist ein Feature. Auf jeden Fall hoffe ich zumindest, dass wir jetzt hier richtig sind. Also wir haben jetzt hier... irgendwas hatten wir hier. Weapon Code Key. No. Oder hätte ich erstmal zu den anderen noch zurückgemusst? Ich weiß es nicht. Wir probieren es jetzt einfach mal. Wenn das dann immer noch nicht funktioniert, dann muss ich irgendwo anders noch hin. Vielleicht. Ich hoffe es zumindest. Wir gucken erstmal hier hin. So. Also rein theoretisch könntest du diesen Detonator auch hier verwenden. Aber warum machst du das nicht? No. Ja, Lara, das kann ich schon verstehen. Aber hier gibt es ja nirgendwo etwas, was ich benutzen kann. Also es ist schön, dass sie das hier alles ausgeschildert haben. Das sehe ich ja auch durchaus ein. Weapon Code Key. No. Nein, das geht so auch nicht. Aber ich kann das ja auch nicht kombinieren. Ich weiß jetzt nicht, ob der Typ bei der Moschee mir irgendetwas zu sagen hat. Aber vielleicht ist das ja auch der Fall. Achso, das heißt dann erstmal wieder hier hoch. Ja, schön. Da vorne war das. Genau so, aber Lara, wir gehen ein bisschen nach rechts, so sieht es aus. Und dann hier nach oben. Genau. Also müssen wir doch nochmal einen Rückweg antreten. Vielleicht hat er uns ja jetzt was zu sagen. Ich weiß es ja nicht. Das könnte ja sein. Es könnte aber auch sein, dass ich sehr wohl was übersehen habe. Was natürlich auch nicht unwahrscheinlich ist. Also bei mir kann man das sowieso nicht ausschließen. Aber wir müssen ja mal gucken. Wir dürfen das ja nicht ausschließen. Deswegen, wo war jetzt mein Moped? Ach, da vorne. Ich weiß, es ist kein Moped, aber egal. Für mich ist das jetzt ein Moped. Wo ich rechts aufsteigen muss. Und dann fahren wir nochmal gemütlich zurück. Aber wenn man das nicht weiß... Also, diese Stadt der Toten... Ja, das ist nicht ohne Grund ein verhasstes Gebiet, weil das eben so komplex ist. Allgemein ist das Spiel sehr komplex und diese Komplexität lässt ja auch nicht nach. Im Gegenteil, sie nimmt ja exponentiell zu. Ja, also das muss man ja sehen. Ja, ich weiß, der haut hier gleich mächtig mit seinem Hammer. Aber das ist ja nicht weiter schlimm, wir verlassen ja gleich das Gebiet. Weshalb das uns mal überhaupt nicht interessiert. Wir gucken erstmal hier nach oben. Aber währenddessen hangeln wir uns erstmal hier lang. Aber wenn es dort kein Weiterkommen gibt, dann muss ich auch erstmal rätseln. Das könnte ich ja dann offscreen machen. Vielleicht habe ich nur irgendwas Wichtiges übersehen. Ich weiß auf jeden Fall, ich muss noch irgendwo hin, wo es blitzt.
Ah, das ist ja da bald in der Nähe, aber... Okay, Lara, ab in den nächsten Abschnitt. Ach, so schön, dass das heutzutage alles so schnell geht. Damals hat man da ein bisschen länger gewartet. Nee, der will immer noch nichts von uns. Obwohl wir doch schon ein bisschen Codes gefunden haben. Okay, du magst nicht mit uns reden. Na gut, dann kann ich das auch nicht abändern. Wir laden das Spiel. Das müsste der letzte Spielstand sein. Nehme ich an. Ach, verdammt. Ja. Okay. Und runter hier. Also, jetzt trotzdem in den nächsten Abschnitt. Irgendwie müssen wir da ja hinkommen. Also, hier rüber. Genau so. Ja, Lara, die Überfliegerin. So, schaffen wir es trotzdem nochmal hier so schön, elegant rüber? Nö, irgendwie nicht. Trotz des Turbos. Ach komm, das lade ich nochmal. Okay, jetzt habt ihr die ersten paar Minuten nur gesehen, wie ich hier rumprobiere und den Spielstand lade. Aber egal. Das ist Berufsrisiko bei diesem Spiel. Und das Moped, das stellen wir jetzt einfach da drüben. Hier ab. Nein, halt. Hier stellen wir es ab. Nun gut, wir sind jetzt im nächsten Bereich. Und ich muss jetzt irgendwie noch herausfinden, wie ich denn am besten jetzt weiterkomme. Also ja, dieser Dachbodenschlüssel, der ist eigentlich etwas, was ich jetzt nicht mehr brauche. Aber ich könnte ihn trotzdem verwenden. Damit man vielleicht sieht, wo man ihn verwendet, aber auch das habe ich ja schon gezeigt, wo man ihn verwenden würde. Das wäre ja dann alles, um das hier umzulegen. Und das haben wir ja bereits geschafft. Und deswegen, wir haben jetzt aber nicht nur den Umweg wegen des Dachbodenschlüssels genommen, sondern auch wegen der anderen Gegenstände. Zum Glück. Also, sind wir jetzt hier oben? Es muss ja hier dann irgendwo weitergehen. Weil ich ja irgendwo auch diesen Wagenheber brauchen werde. Um irgendwas aufzustemmen. Aber erstmal weiter hier. Im nächsten Abschnitt angekommen, können wir jetzt erstmal wunderschön Lara von vorn genießen. Und haben schon wieder Energie verloren. Das gibt's doch nicht. Aber irgendwo gab es hier noch einen Weg. Und der hat sich mir aber noch verschleiert. Aber auch diesen werden wir finden. Weg, ich werde dich finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich in diesem Part mache, irgendwie muss es da einen Weg geben. Moment, kann ich etwa... Nein, kann ich nicht. Aber irgendwie verstehe ich hier gerade was falsch. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich hier gerade irgendwas falsch verstehe. Okay. Okay. Hier ist irgendwas nicht richtig. Ich muss ja auch da hochkommen. Aber wie komme ich denn da am besten hoch? Da kann ich ja nicht mal klettern. Und da muss ich rüber. Also, wo geht es dann hier lang? Das ist natürlich eine Frage, die sich so öfter stellt in einem Tomb Raider. Das sollte ja aber nicht, ja, bekannt sein. Also ich könnte ja auch hier irgendwo hoch. Halten wir das nochmal fest. Ich bin hier nur irgendwo zigfach dran vorbeigegangen. Das können wir auch noch festhalten. Da hinten war ja nichts. Weshalb wir hier erstmal raufklettern. Und dann schauen, wie wir hier am besten weiterkommen. Denn das Ziel ist ja, dass wir immer noch das Tor zur Zitadelle irgendwie öffnen. Und das andere Ziel ist, hier irgendwas bewirken zu können. Aber was? Und was bewirkt es, dass ich hier hochklettern kann? Es bewirkt doch eigentlich nichts. Wir gucken mal. Also, hier erstmal wieder ran. Dieses Gebiet, das kennen wir ja schon zu Genüge. Ja, Lara, das weiß ich, dass hier irgendwas... Kann ich hier vielleicht... Nein, hier kann ich auch nichts machen. Also hier ist ja nicht mal ein Gitter oder sowas. Und dieser Wagenheber, der wird mich auch nicht weiterbringen. Wo ist er denn? Hier. Ja, siehst du? Bringt mich nicht weiter. Oh nee,
Nie, Leute. Kein Kommentar. Ich hätte schon vor einigen Parts hier lang klettern können. Das ist Tomb Raider. Also zumindest, wenn ich es spiele. Ich wollte gerade verzweifeln. Und ja, das ist der Hinweis, was ich machen muss. Aber zum Glück habe ich ja euch nochmal alles gezeigt für den Dachbodenschlüssel. Und ja, diese Mauer, die Maurer hier unfertig hingestellt haben. Doch, Lara, doch. Sag ich doch. Das muss gehen. Ja, komm, stemmen und zack. Jetzt haben wir nur ein Problem. Oder nicht? Haben wir das Ding noch oder nicht? Nein, Lara hat dafür keine Verwendung mehr. Das steht jetzt einfach da herum. Das ist jetzt Teil der Umgebung geworden. Das ist jetzt sozusagen mit der Umgebung fusioniert. Aber jetzt sind wir hier, wo ich schon hätte lange sein können. Wo ich schon lange hätte sein können. So. Also, auf jeden Fall. Speichern. So. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein ganz großes Problem. Erstmal die Viecher. Und... okay, das war Glück. Das war riesiges Glück, was ich gerade hatte. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass dieses Ding einfach dorthin kommt. Ja, wie machen wir das? Wir verschieben erstmal diese Teile. Die bringen uns ja nicht wirklich weiter. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob ich das hier zurückziehen kann. Ach nein, hier kann das Lara wieder nicht. Ich habe schon verstanden. Ja, ich habe euch verstanden, lieber Entwickler. Warum kann Lara das dann nicht? Verdammt, ich habe einen Denkfehler irgendwo. Dieser Korb. Wieso? Lara, du hast hier noch genügend Platz. Du würdest da noch 30 Mal hinpassen. Ach so. Ach, verdammt, ist doch ganz einfach. Erstmal hier hin. So, Lara, du schiebst das jetzt. Genau. Schiebst das dahinter. Und dann, wenn du das nach hinten geschoben hast, kommt das jetzt hier zum Vorschein. Das können wir ziehen. Warum das auch immer irgendwie Sinn macht, aber egal. Und jetzt kannst du das hoffentlich schieben. Lara, das kannst du schieben. Ja, ich glaube an dich, du kannst das. So sieht es aus. Und diesen Blitzfänger, oder was es auch immer ist, den schiebst du jetzt dorthin, genau. Ja, jetzt warten wir noch auf den nächsten Blitzeinschlag. Ach so, das war der Blitzableiter oder was? Naja, ihr werdet schon wissen, wie das gemeint ist. Und wie auch immer das hier runtergekommen ist. Aber das wird das Spiel uns auch nie verraten. Damit werden wir immer im Dunkeln tappen. Aber wir haben jetzt zumindest eine Möglichkeit, darüber zu kommen. Und zwar jetzt. Okay. Drüben angekommen. Können wir erstmal hier schön um die Ecke klettern. Und die Stadt der Toten von oben beobachten. Oder einfach nur observieren. Irgendwie sowas davon. Und ich sehe gerade, Lara muss ein bisschen höher klettern, da sie sonst ja mal wieder nicht ums Eck kommt. So kennen wir Lara. Ah ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Schön. Okay. Lara. Das war jetzt etwas unverständlich. Aber wir laden das Spiel. Wo habe ich abgespeichert? Hier. Alles klar. Also, ihr seht, man klettert um die Ecke. Und, naja. Das ist eigentlich so gut besonnen. Man muss dann noch ein bisschen weiter um die Ecke klettern, weil das einfache Klettern um die Ecke irgendwie unzureichend ist. Und deswegen mache ich das Ganze hier zum Spaß nochmal. Aber naja, was soll's. So ist es nun mal. So, jetzt warten wir erstmal, bis Lara komplett um die Ecke geklettert ist. Und noch ein Stück weiter. So, jetzt ist es ordentlich. Also, schöne Übersicht von hier. Das können wir so schon mal festhalten.
dort können wir auch irgendwo hinein. Und dort auch. Wir probieren das mal. Indem wir hier an die Wand springen. Leicht schräg rüber. Und dann bin ich hier. Aber ob das so gerade vorgesehen war, weiß ich echt nicht. Oder ist das vielleicht... Wieso hat Lara gerade... Ach so. Das war schon wieder eins dieser... Secrets of Doom. Dieser tödlichen Secrets of Doom. Die Lara hier unendlich viel Leben abziehen. Aber bei meiner unendlichen Menge an Medipacks ist das auch kein Problem. Warum ist das jetzt in Windows gesprungen? Mauszeiger, hier bist du. Ich habe keine zwei Tasten gleichzeitig gedrückt. Okay. Moment. Das haben wir gleich. Okay. Du nimmst weiter auf, alles klar. Also. Wir haben da gerade ein Problem. Ich kann die Escape-Taste irgendwie nicht mehr drücken. Nun gut, da bin ich wieder. Bei mir hat sich das Spiel einfach gedacht, ja, ich stürze jetzt mal ab. Und das Komische daran ist auch, dass das Spiel, wenn es dann irgendwie mal so unfreiwillig verlassen wird, sich total verstellt. Also, ja, ich weiß, das ist hier das Secret of Doom. Dessen bin ich mir bewusst. Dessen bin ich mir wirklich sehr bewusst, aber ihr könnt auch gerne wieder mal hier verduften. Genau so. Sodass ich jetzt hoffentlich die Goodies ohne Probleme einsammeln kann. Also irgendwas hatte sich wohl... ja, vertan bei meiner Tastatur. Und wenn man da unfreiwillig irgendwelche Kombinationen drückt, die man eigentlich gar nicht drückt, dann entstehen da ganz komische Dinge bei. Aber gut, so ist das nun mal. Also wir sind ja ungefähr bei der Hälfte der Partlänge stehen geblieben, glaube ich. Sodass wir jetzt auch, naja, nochmal die Hälfte ungefähr machen. Aber ich jetzt erstmal wieder zurück muss. Nämlich dort rüber. Um irgendwie weiterzukommen. Hoffe ich zumindest. Aber schön, dass ich hier noch ein paar Secrets entdecke. Wir können ja mal einen ganz kurzen Blick auf die Statistik werfen. Statistics. 44 von 70. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Und die Zeit, die stimmt natürlich nicht immer damit überein, was dort steht. Jetzt habe ich noch nicht mal geguckt, ob dort oben was ist. Also, die Zeit, die stimmt ja nicht wirklich damit überein. Ach so. Und das war, als ich hier das Secret, also alles eingesammelt hatte. Alles klar. Das heißt also mal ganz schnell wieder zurück. Und hier rum. Genau so geht das. Sehr schön. Am besten sollte ich jetzt nur noch mit der Gen-Taste hier vorgehen. Mit der Gen-Taste vorgehen. Ja, warum auch nicht? Das hat auch mal was für sich. Ich speichere auch lieber hier noch einmal. Wir sind immer noch beim Straßenbazar. Aber eigentlich könnte es meine Tagesaufgabe sein, es bis zum... ja, bis zu diesem komischen Tempel zu schaffen oder sowas. Nein, hier... die Zitadelle, das meine ich doch. Aber wir sind hier unten angekommen. Sodass wir jetzt hier fortfahren können. Aber erstmal schauen, ob es hier was gibt. Hier ist mal eine Schräge. Das finde ich irgendwie ein bisschen schräg, aber okay. So sei es drum. Ah ja. Hier haben wir die zweite... ah ja. Hier haben wir was anderes noch. Was haben wir denn hier? Und ja, diese Musik, die heißt nichts Gutes. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Oh. Mind Position Data. Achso, jetzt habe ich einen Mind Detonator. Schön. Und ihr hört es schon? Ja, genau. Rammelbulle incoming. Gehst du weg. Verdammt, warte mal. Ja, der ist ein bisschen hakelig von der Steuerung her. Okay. Das sehe ich durchaus ein, dass du sowas machst. Aber jetzt, komm, hol Anlauf. Nein, Lara, oder Bulle. Also, du Rammelbulle. Ich springe hier natürlich fast noch davor, alles klar.
Ach so. Oh. Ich sollte ihm natürlich nicht direkt davor springen. Okay. Von der Grundidee war das richtig. Aber das ist noch nicht so ganz abgestimmt darauf gewesen, wie das eigentlich sein sollte. Wir werden jetzt nämlich erstmal die Fackeln aufsammeln. Und dann, bevor wir das aufsammeln, nochmal abspeichern. Und zwar hier. So, und wenn wir das haben... Komischerweise ist dieses Tier wohl allergisch darauf, wenn man sowas aufhebt, weiß ich nicht. Na komm. Aber du hättest doch wenigstens... ja, warum... Ach, dieses Tier. Das ist schon komisch. Es ist sehr strange. Ja, hier bin ich. Hallo. Ja, jetzt hol Anlauf, komm. Okay, merke, spring nach hinten. Das bringt mehr. Spring einfach nach hinten. Das hat höhere Effektivität. Oder so. Na, jetzt haben wir auf jeden Fall dieses Sprengkopf gelöst, was wir noch brauchen. Und dann... Komm, stürm an. Nein, falsch. Ach verdammt, wieso ist die Kamera jetzt falsch? Okay, so ist es das Optimum. Das ist natürlich am allerbesten. Da ist mir nämlich gar nichts passiert. Ja, Rammelbulle 2.0, hallo. Aber die lüsterne Epilation blieb hier aus. Naja, egal. Lara, siehst du, du musst dir nicht immer die Beine epilieren. Das ist nicht notwendig. Siehst doch, man sieht gar nichts. Oh. Ach so, so ein Granatwerfer-Typ. Ja, mach mal weiter in die Richtung. Tja. Also ein Multifunktionsgewehr, das wäre schon was Tolles. Das muss man auch mal dazu sagen. Aber so an sich habe ich doch jetzt alles hier erledigt, oder? Scheint so. Ich will nur noch mal darüber gucken. Vielleicht gibt es dort ja noch was Interessantes. Und rum, Lara? Ja, sehr schön. Du kannst auch ordentlich um Ecken sprinten, wenn man dich nur ordentlich lenkt. Ja, man muss sich nur zu händeln wissen. Deswegen hast du ja auch bei meiner Frage, ob ich dich nicht heiraten möchte, mit Nein geantwortet. Weil ich eben weiß, wie man dich manchmal händeln muss. Aber okay. Soweit dazu. Und hier kommen wir jetzt hier unten raus. Genau. Diese allseits beliebte Schräge, die haben wir jetzt also für uns entdeckt. Und können jetzt mit dem Motorrad genüsslich ein Stück zurückfahren. Halt! Nein! Wieso? Wieso wollen wir denn zurückfahren? Ich habe da jetzt das Detonator-Zeug. Da kann ich doch jetzt erstmal dorthin. Also, hier lang sprinten. So, und wenn wir hier rüber sind, so ungefähr, dann komme ich ja hier wieder hoch. Laufen wir erstmal hier an die Ecke. Ja, das ist allseits beliebt. Und dann wieder hier lang. Ich kombiniere beim Klettern schon mal die nötigen Ausrüstungsgegenstände. Ja, mit einem Bogen, warum nicht? Aber jetzt haben wir einen Minendetonator. Und diese sollte jetzt eigentlich... Obwohl, warte mal. Halt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das schon geht. Muss ich nicht erst zu diesem Typen? Ich weiß es nicht. Wenn ich erstmal zu diesem Typen muss, dann... Ach, verdammt. Ja, ich bin mir gerade uneins. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Also wenn wir erstmal noch zu diesem Typen müssen, ich meine, er hat ja nach diesen Codekarten verlangt, dann, naja, ist das unlogisch, was ich gerade mache. Aber ich gucke ja nur gerade schnell. Das haben wir ja ganz schnell überprüft. Und dass ich hier das Leben verloren habe, ist auch egal. Das füllt sich ja im neuen Bereich immer wieder auf. Also wenn man mal schwer verletzt ist, sollte man mal aus seiner Stadt raus
und neues Gebiet betreten. Der Ladebalken, der hilft immer. So. Kann ich das denn jetzt hier verwenden? Wenn nicht, geht's gleich zu dem Typen. No. Nicht? Okay. Doch, es geht. Schön. Und das hat jetzt zumindest den Vorteil, dass man hier ohne Gefahr rauf kann. Das ist doch was Tolles, oder? Und dann werden wir hier mal diesen riesen Wuchtschalter betätigen, der jetzt hier irgendwo eine Tür freigelegt hat. Diese da. Er hat diese Tür freigelegt. Und was hält die für uns parat? Das werden wir auch noch erfahren. Ach, da muss ich... Ich muss mit dem blöden Moped wahrscheinlich hier hoch. Verdammt. Ja, du bist jetzt für mich ein blödes Moped. Das ist, habe ich jetzt einfach mal so festgelegt. Also, das hat ja mit diesem Anlauf dort gereicht. Weshalb wir hier erstmal wieder zurückgehen. Ja, haben wir das nicht schon mal gemacht? Na gut, wie dem auch sei. Ach, komm rum. Ach so, ich muss ja auch erstmal eine Taste drücken, damit sie losfährt. So. Ach, Lara, was machst du? Ich komme da noch hoch. Ich komme da hoch. Also. Einfach hier ordentlich positionieren. Dann kann hier nichts schief gehen. Ach, Lara. Lara. Das ist doch ganz einfach. Das hast du schon mal gemacht. Und das brauchst du nur noch abrufen. Ach, komm runter hier. So. Ich hoffe bloß die Lebensenergie... Die brauche ich so nicht mehr. Ansonsten, naja gut, ich weiß ja, wie ich noch wieder was auffüllen kann. Lara, du hast das vorhin auch ohne Nitro geschafft. Also warum schaffst du das jetzt nicht? Und warum fährst du dich hier an den Kanten fest? Also, das ist nicht so schwer, Lara. Das haben wir vorhin schon gemacht. Hast du das denn schon wieder vergessen? Naja, anscheinend schon. Also. Ach, diese Ecken hier. Ja, Lara? Noch ein bisschen ausholen? Okay, so rum. So. Speichern wir das Spiel. So. Verdammt, falsche Ecke. Ach Gott. Das war schlecht. Okay. Jetzt aber richtige Ecke. Und jetzt aber bitte geradewegs einfach da hoch. Ja, Lara, warum nicht gleich so? Ich hätte gerne gesehen, wo ich lang muss. Danke. Ach so. Ja, du bist erstmal Geschichte. Und ab ins nächste Gebiet. Aber in welchem Gebiet sind wir jetzt eigentlich? Das werden wir im nächsten Part erfahren. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieser Part gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Say Anzüglichkeiten in Tomb Raider 4, sieht man sich. Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Say Anzüglichkeiten in Tomb Raider 4. Auf jeden Fall haben wir jetzt, sind wir schon wieder beim Zitadellentor oder beim Tor der Zitadelle. Und... machen jetzt einfach mal weiter, hoffe ich. So. Okay, was haben wir denn hier? Ich habe das Gefühl, dass ich da irgendwie rüberspringen muss. Also, versteht es nicht falsch. Wir haben jetzt sozusagen diesen ganzen Umweg in Kauf genommen, um das Moped hier rüber zu schleppen. Das ist sozusagen der einzige Zweck, den wir damit erfüllt haben. Um hier rüber zu kommen. Okay. So, die Krokodile, die waren ja jetzt nicht das Problem. Genauso wie das hier. Aber ich weiß nicht, ob ich noch hätte geradeaus springen sollen. Aber nee, das geht ja nicht. Ich komme ja gar nicht da hoch. Das ist wahrscheinlich Absicht. Aber auf jeden Fall haben wir mit Nitro und allem drum und dran es hier lang geschafft. Sehr schön, oder? Ja gut, wenn wir dort nicht hin müssen, egal. Dann gucken wir mal hier weiter.
Ich habe nur das dumpfe Gefühl. Irgendwas muss ich doch hier jetzt auch noch machen damit. Ich musste aber wahrscheinlich erstmal hier lang. Also schön, dass wir diesen... Oh. You are a strong woman. Lara, and you handle yourself pretty well, Sergeant. You've got the codes? What now? After all we've been through, I think not. This is merely insurance. Against what? Against your stopping me from doing my duty. Somebody needs to drive that truck in there. Kamikaze. Whatever it takes for my country. In the next life, then, my friend. Ja, das war's für das Vieh. Und wir haben das ernsthaft alles gemacht. Wir haben die Codes besorgt und dass sie da einfach reinprescht. Das ist doch nicht fair. Und ich sehe schon. Willkommen in der Zitadelle. Ich habe mein Tagespensum geschafft. Yay! Ich wollte zur Zitadelle kommen. Deswegen kann ich hier auch mal abspeichern. Ja, ich speichere jetzt einfach mal hier ab. Genau, wir sind in der Zitadelle. Okay. Dann werde ich diese Parts da mal zusammenschnipseln. Also später, wenn ich daran hoffentlich denke. Und okay, das war die Aufnahmesession für heute. Also um euch das nochmal vorzustellen. Ich habe heute von Anfang der Stadt der Toten bis hierhin durchgängig aufgenommen. Ja, aber sei es drum. Ich hoffe auf jeden Fall, euch haben die Parts bis hierher gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part zu Let's Say Anzüglichkeiten in Tomb Raider 4. Sieht man sich!